Und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen alten Spiel mit Addon The Escapists, mit dem Addon The Walking Dead. Ja, das Spiel gibt es schon eine Weile, aber ich habe jetzt mir dieses Spiel mal zugelegt. Ich bin gespannt, wie es ist. So, die Musik machen wir mal leiser. So, Soundeffekte machen wir auch ein bisschen leiser. So. Gut, wir lassen es so überleben. Wir machen eine neue Kampagne und dann sehen wir uns gleich wieder und warten mal ab, was dort passiert. Achso, ja, Memorial Hospital. Okay, da geht's los. Neues Spiel. Okay, und los geht's. Bis gleich. Police Deputy Rick und sein Partner Shane befinden sich in einer tückischen Situation, als sie von einem schießwütigen fremden Widersacher stehen. Das war doch schon mal ein toller Anfang. Rick wurde angeschossen, liegt jetzt im Krankenhaus. Und es ist wirklich cool, dass sie die eigenen Namen aus der Serie, aus der gleichnamigen Serie The Walking Dead genommen haben. Shane und Rick waren ja wirklich mal beste Freunde und beides Police Officers. Es ist echt cool, dass sie beide, dass sie die Namen übernommen haben oder übernommen durften. Benutze L, den linken Stick, um Rick um seinen Schreibtisch zu bewegen. Wenn er neben dem Schreibtisch steht, drücke X, um ihn zu öffnen und Gegenstände rauszuholen. Aha, Jeans und T-Shirt, okay. Hallo? Tisch öffnen. Kissenbezug. Okay. Ah, da ist ein Rucksack, den öffnen wir gleich mal. Band 1, die gute alte Zeit. Ich glaube, so hieß auch die erste Folge. Ich möchte den Rucksack gerne mitnehmen. Was machen die Gasflasche? Nee, Bücherregal. Nix. Okay, schauen wir doch mal weiter. Rollstuhl, kann man noch nichts machen, okay. Hier sind Kisten. Wo sind alle hin? Tisch. Stück Seife. Drücke mit den Richtungstasten nach oben und benutze die Gegenstände in deinem Inventar, um etwas Nützliches herzustellen. Eins, zwei, bauen, Schlagsack, okay. Markiere Gegenstände in deinem Inventar mit den Knöpfen L1 und R1 und drücke damit den Richtungstasten nach rechts, um die Waffe anzulegen, die gerade erstellt hast. Benutzen. Ding. Fump. Aha. Aha. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Okay, hier kann man nichts machen. Waschbecken. Schrank. Nix. Markiere das Angriffssymbol mit L1 und R1, das sich links im Inventar befindet, um dich auf einen Kampf vorzubereiten. Wenn dein Ziel in Reichweite ist, drücke wiederholt auf Viereck, um anzugreifen. Aha, okay. D
Ich suche den Streuner nach nützlichen Gegenständen. Klebeband. Pfeile. Pfeile. Okay. Tisch. Achso, Viereck. Ich kann Tisch sogar hochnehmen. Ah, woher soll ich denn wissen, dass da oben lang geht? Drücke mit den Richtungstasten nach oben und nutze die Gegenstände im Inventar. Wissen Sie, okay. Aha, okay. Langsam verstehe ich. Band 2, ein langer Weg, okay. Okay, kann man hier noch was suchen? Ja. Drüben ist aber noch ein Rucksack. Gucken, was da drin ist. Band 3, die Zuflucht. Okay. Was ist hier geschehen? Oh Gott, wo soll ich denn hin? Eine Pistole, okay. Gehe raus und wähle mit L1 und R1 die Pistole aus und halte L2 gedrückt, um die Waffe zu ziehen. Erfasse den Streuner als Ziel und drücke wiederholt die R2-Taste, um zu schießen. Ah, okay. Okay, die haben nichts dabei. Nix, da ist ein Rucksack. Den wollen wir gleich mal öffnen. Schauen, was drin ist. Band 4. Haha. Band 4. Soweit sind wir schon. Ah, okay. Sichere Entfernung. Und eine Trophäe erhalten. Zurück von den Toten. Jawohl. Nach seinem ersten Zusammenschuss mit den Untoten schleppt Rick sich weiter, verwirrt und voller Angst. Da sind wir. Rick! Rick!
Ich habe mir so Sorgen um dich gemacht. Nachdem er seinen Fremden namens Glenn getroffen hat und in dessen Lager eingeladen wurde, kann Rick es kaum fassen, dort entgegen aller Wahrscheinlichkeit seine Frau Lori und seinen Sohn wiederzutreffen. Green Farm, okay. Nach seinem Drängen und der Behauptung, wirklich gut schießen zu können, entscheidet sich Rick, seinem Sohn Carl zu erlauben, ihn und Therese auf dem Jagdausflug die Wälder zu begleiten. Ah, das sind echt alle Namen. Ich glaube, da vorne ist der Boss. Bitte erschieß mich nicht, es war ein Unfall, ich schwöre es. Die Farm, auf der ich lebe, dem Sohn des Kerls, dem dieser Ort gehört, wurde in den Fuß geschossen. Er konnte die Kugel entfernen und hat ihm verziehen. Während des Jagdausflugs wird Karl versehentlich mit einem örtlichen Farmgehilfen namens Otis angeschossen. Da er seine Handlung bereut und wiedergutmachen möchte, verrät Otis den Aufenthaltsort eines ansässigen Tierarztes namens Herschel. Okay, es sind wirklich alles die gleichen Namen.